Wait, das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt. Mach das ja nie wieder! Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Hab ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen mich ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie etwa, mir? Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße! Hey. Ach ja, ein herrliches Tag. Dodi, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe diese Söhne. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt, er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Die alte ist so eine Agency-Schlampe. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja. Lass ihn los. Da
Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Wie finden sie, wenn sie sie verarschen? Aber wenn ich ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Du denkst so, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Was hast du jetzt zu suchen, Fremder? Ärger! Blödes Arschloch! Biker-Schwuchtel! Wer ist hier eine Schwuchtel? Thank you.
Gas und Pfefferspray. Okay, ganz ruhig. Sie wissen ja, wie das läuft. Ich arbeite hier, okay? Bitte tun Sie mir nichts. Ich arbeite hier nur. Beim Friseur. Jeden Tag um Schlag 12. Hey, Kumpel. Was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie.